and experienced by as many of you guys as possible. Starting at level 10, you can play epic battles. When you enter the space, you'll be automatically treated as a level 95 for the duration. This allows friends, kinships, and groups to play together all the time, regardless of level. There are many options and choices to players while playing epic battles. Engineers have the opportunity to take advantage of our multi-usage system. This technology allows more than one player to interact with an interactive object at the same time. For example, one engineer can start loading the catapult while another engineer starts aiming it directly at the enemy. Players can choose the Vanguard role, which allows them to get on the front lines, mixing it up with the enemy, steel in hand, building up killstreaks. These killstreaks can be used to unlock powerful attacks upon the enemy at opportune times. Players can choose the Officer role, which allows them to interact with Rohirrim captains. The captains will pass along the orders that you give them to the Rohirrim soldiers underneath them. These orders include healing, targeting enemy types, attacking with haste, and many others. This is only the tip of the iceberg. Helm's Deep in Epic Battles has been a massive challenge and undertaking for us, but we believe we've risen to meet it. We're proud to present an experience that captures the essence of the books and delivers gameplay that puts you in the midst of the chaos and grittiness of a war. We'll see you on the wall. Ja, und ob wir uns sehen. Hallo und herzlich willkommen hier zu den Lotro Gwaihe Ad News Nummer 7. Ja, bald ist es endlich soweit. Helm's Klamm kommt bald auf den Markt. Am Montag ist es soweit. Da freuen wir uns natürlich schon riesig. Obwohl ich denke mal nicht, dass wir am Montag schon spielen können. Weil, wie sagt man immer so schön, don't play on patch day. Mein Fazit, was ich eher gesagt so glaube, Montagmittag werden sie patchen. Abends um 18 Uhr werden sie das Spiel freigeben, dass man erstmal downloaden kann. Rein kommt man ins Spiel um 22 Uhr deutscher Zeit. Dann kann man eine Stunde spielen. Dann gehen die Server wieder wegen eines drastischen Problems down. Am nächsten Tag um 12 Uhr fahren sie dann wieder hoch. Dann können wir endlich wieder neu patchen. Ja, aber wir werden es ja sehen. Ach Mann. Aki, was hast du hier schon wieder für Probleme, du Bob? Ja, selber Bob. Ja, letzte Woche sind dann auch endlich das Freep und Monster TS nochmal richtig online gegangen. Ein bisschen überarbeitet vom Rechtesystem her, was ich ehrlich sagen muss, sehr schön ist. Aki, du bist ein Bob. Aki, du bist ein Bob. Wolltest du mich jetzt küssen oder was? Ja, dann möchte ich mir noch ein neues Gewinnspiel, bin ich gerade am überlegen. Ich hätte gerne von euch, dass ihr mir einmal unten im Kommentar reinschreibt, was ihr denn so gerne hättet. Ob jetzt eine Game-Time-Card oder nochmal Helm's Klamm Pre-Order Key. Da bin ich mal gespannt. Ja, ne? Einfach unten in die Comments rein. Und ich werde mir dann mal was einfallen lassen, was ich dann dafür nehme, um auch euch mal glücklich zu machen, was auch mal schön ist. Dieser Aki, das ist genauso ein Bob wie Allot. Oh, ja, dann nochmal was in eigener Sache. Wie es viele schon mitbekommen haben, werden wir das Ettenleben Gwaihe Forum wieder für ein paar Tage, Wochen bzw. Monate zumachen, damit einige nochmal drüber nachdenken können, wofür das Forum ist. Ich sage bis dahin ciao und wir sehen uns in Etten irgendwie. Was willst du jetzt schon? Wen willst du mir denn jetzt bitte sehr zeigen? Ich habe gerade gesagt, News Ende. Hallo. Nein. Ein Flohpelz. Ha! Nein, den hast du jetzt echt nicht hierher geholt, oder? Diesen haarigen kleinen Wollknoll da hinten, ja? Mit dem vernarbten Körper. Nein, du kriegst jetzt keine Kohle von mir. Ich habe dir gesagt, dass das freiwillig ist. Und wenn, dann kann ich dir auf Monsterseite gerne 1000 Gold geben. Habe ich kein Problem damit. Auf Monsterseite, wir können damit nämlich gar nichts anfangen mittlerweile. Oh Mann, ey, das ist da aber auch manchmal hier. So wieder so ein Bob, ne? Und machen und tun und... Ihr könnt nicht genug von mir bekommen. Rechts habe ich nochmal einen schönen Spinnenguide für euch. Links habe ich nochmal die letzten Lotro Gwaihe Ad News.